Willkommen zurück zu Ground and Pound TV, heute hier bei der 6. Ausgabe der Westside Fighting Challenge. Und an meiner Seite ein Mann, ja, der gerade verbirgt das ein bisschen, aber doch strahlt und ich glaube, da gerade eben noch ein kleines Freudentränchen verdrücken konnte. Gabriel Szabo, der frisch gebackene Federgewichtschampion von WSFC. Gabriel, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg. Nach diesem kleinen emotionalen Ausbruch gleich mal die erste Frage: Wie groß, also was fällt da gerade von deinen Schultern ab nach diesem Sieg? Ja, wie schon zweimal erwähnt im Cage, eigentlich es fällt eine große Last von meiner Schulter, endlich mich lösen zu können von dieser Serie von Niederlagen. Ich weiß, dass es für viele Leute nichts Großes ist. Es ist auch, wenn man es objektiv sieht, nichts Großes. Für mich ist es einfach eine Leistung, dass ich endlich wieder gewonnen habe. Hier irgendwo inmitten Europas in einer kleinen lokalen Veranstaltung einen Gürtel zu gewinnen, das bedeutet einfach für mich viel, viel mehr als nur objektiv gesehen und ja, deshalb ist es schon etwas Großes für mein Leben. Du hast da auch im Vorfeld des Kampfes immer wieder die mentale Komponente angesprochen, weil du gerade da auch an dir arbeiten wolltest, hast dir aber dabei nicht in die Karten schauen wollen. Vielleicht jetzt nach dem Kampf, was war es, was hast du verändert? Grundsätzlich war der Gameplan, mich komfortabel zu machen in der Distanz, in der Standdistanz und nachher die Distanz erfolgreich zu schließen mit einem Takedown. Leider ist mir das fast nie gelungen, weil ich mich einfach nie getraut habe, die Distanz zu schließen als Initiator. Das hat mein Gegner für mich übernommen. Ich konnte das gut auskontern und den Kampf am Cage-Rand drehen und auch natürlich selber ein paar Takedowns erzielen. Und ja, durch das konnte ich zwar einen knappen, aber einen guten Sieg für mich und mein Herz erringen. Du wolltest ihn ja im Vorfeld dominieren, hast du gesagt. Du wolltest mit deinem Ground Game punkten. Lief es denn so, also jetzt abgesehen davon, dass du jetzt nicht der Initiator der Takedowns warst, aber hat er dich sonst mit irgendwas überraschen können oder lief der Rest genauso, wie du es erwartet hattest? Die ersten zwei Runden liefen eigentlich genauso, wie ich es erwartet habe. Ich habe vielleicht ein, zwei Positionen leider aufgeben müssen. Aber in der dritten Runde hat er mich sehr überrascht, vor allem mit seinem Herzen. Und dafür möchte ich ihm eigentlich danken, weil er hat wirklich an meiner Seele gekratzt, die letzte Runde, und hat mir leider einen Tiefschlag verpasst, deshalb gab es einen kleinen Unterbruch, aber die dritte Runde, da war ich knapp wirklich fast am Ende. Gerade wenn du hast ja diese Unterbrechung gerade angesprochen, den Tiefschlag, was macht das mit einem nochmal so mental? Das war ja eine Minute vor Ende des Kampfes. Er hatte dich vorher in der Runde des Öfteren auf der Matte in einer schwierigen Position, hat während des Kampfes immer wieder deinen Kopf gehabt und versucht, Guillotinen anzuziehen. Und dann kommt noch kurz eine Minute vor Ende dieser Tiefschlag. Wie geht's einem da? Was fühlt man da? Guter Tiefschlag ist für mich eigentlich so metaphermäßig so ein Filmriss. Eigentlich der Film läuft, man genießt den Film und so weiter und so fort und dann plötzlich BAM! Und ja, das kam ein bisschen überraschend, aber mit dem muss man rechnen. Also es war wild. Ich war am Boden, ich habe viele Upkicks geschlagen. Er hat vielmals versucht, mich zu treffen, hat mich auch ein paar Mal getroffen. Und natürlich ja, passiert es halt manchmal, dass es was daneben geht in der Hitze des Gefechtes. Ja, es war ja kein böser Wille. Ihr habt euch ja danach auch ganz freundlich wieder abgeklatscht und dann den Kampf noch gut über die Bühne gebracht. Auch wenn du dich jetzt noch ein bisschen dabei schüttelst. Ja, jetzt bist du der frisch gebackene Westside Fighting Challenge Champion, hast wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden und wie du schon gesagt hast, eine ganz große Last fällt von dir ab. Deswegen, eigentlich an dieser Stelle kann man jetzt noch nicht wahrscheinlich von irgendwelchen großen Plänen sprechen, aber vielleicht hast du ja doch schon Ideen, wie es jetzt mit dir weitergeht. Wie schon im Vorfeld gesagt, ich werde sicher dem Sport treu bleiben. Es wird sich in Zukunft zeigen, in welcher Form in welcher, wie soll ich sagen, Zeitintensität, weil ich mache jetzt diesen Sport auch schon seit 10 Jahren und ich würde gerne, wenn ich Kinder hätte, in ganzen Sätzen mit ihnen reden können. Und ich habe leider nicht mein ganzes Leben intelligent trainieren dürfen, aber ja, es wird sich mal zeigen, wie sich meine Gesundheit wieder erholt und vor allem, also nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale, weil ich mache das nicht vollberuflich und habe nebenbei auch sehr, sehr viel zu tun.
Ja, dann auf jeden Fall an dieser Stelle Hut ab davor. Dann ja, bleibt mir gar nichts anderes zu sagen, als dir nochmal alles Gute zu wünschen, dir nochmal zu gratulieren zu deinem Gürtel und ja, die letzten Worte an dieser Stelle gehören natürlich dir. Ich hatte schon ein bisschen eine lange Rede im Cage, aber ich wollte mich nur kurz halten. Ich wollte mich noch einmal bedanken bei allen Leuten, die mich unterstützt haben, von Familien, Freunden, meine Teamkollegen, verschiedene andere Teams und Einzelpersonen. Ja, hier noch einmal danke vielmals, dass ihr an mich geglaubt habt. Nach all diesen schweren Zeiten. Und ja, danke vielmals. Ja, dem ist wohl nichts hinzuzufügen. Danke dir für die Zeit und ja, alles Gute. I've been found.